Hier nur kurz gezeigt, wie man auch ohne dem Umsatzsteuervorauszahlungskonto die Steuer entsprechend abschließen kann. Wir haben hier ein Vorsteuerkonto, Umsatzsteuerkonto. Wir schließen hier das Vorsteuerkonto ab. Also 100 Saldo wird dann auch 100 sein. Und dieser Saldo wird dann in das Umsatzsteuerkonto übertragen. Also vom Haben ins Soll. Der Buchungssatz lautet dann hier Umsatzsteuer an Vorsteuer, die 100 Euro. Und dann schließt man das Umsatzsteuerkonto ab. Also verhältnismäßig größere Seite im Haben, 200, Übertrag 200. Und die Differenz, diese 100 Euro, das ist nun das, was wir jetzt dem Finanzamt noch schulden. Und damit das Umsatzsteuerkonto bereinigt ist, letzter Buchungssatz: Umsatzsteuer an Bank. Wir müssen das ja praktisch bezahlen. Umgekehrte Möglichkeit: Jetzt haben wir die Vorsteuer von 300 Euro, Umsatzsteuer 250. Wir schließen mal die Vorsteuer ab. Also 300, 300 und dann wieder die 300 ins Umsatzsteuerkonto übertragen. Jetzt wird das Umsatzsteuerkonto abgeschlossen. Der Buchungssatz äh, von vorhin noch, äh, Umsatzsteuer und Vorsteuer 300 Euro. So, und jetzt äh, das Umsatzsteuerkonto, also die 300, Übertrag 300. Mir fehlen jetzt noch 50 Euro als Differenz und das ist der Betrag, den wir jetzt erstattet bekommen vom Finanzamt und deshalb auch entsprechend Bank an Umsatzsteuer.